Oh. Müsli-Riegel im Hals. Müsli-Riegel im Hals. Es wird Zeit, dass du erzählst, wie du zu deiner Technik gekommen bist und was das mit den beiden Gestalten von heute Morgen zu tun hat. Was war denn los? Heute Morgen haben uns zwei skurrile Gestalten in Anzügen angegriffen. Sie meinten, sie wären irgendwelche Agenten und Jack hatte scheinbar schon öfter mit solchen Leuten zu tun. Jedenfalls hatten wir beide ganz schöne Probleme gegen die zwei. So, du bist dran. Das Essen scheint euch ja richtig gut zu gefallen. Naja, es war sehr köstlich. Wo fange ich an? Am besten mal von ganz vorne, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sind die besten Freunde, überall und immer. Und jetzt halt die Fresse. Tolle Wurst. Du weißt schon, fang eben da an, wo der ganze Mist mit diesen Typen angefangen hat. Ich glaube, ich weiß, wann ich anfange. Dazu muss ich erst ein paar Sachen aus meiner Kindheit erzählen. Die liegen etwas zurück. Mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Die ganze Sache fing an, als ich ungefähr 5 war, glaube ich. Schönes Komma mitgesagt. Damals lebte ich noch auf Lyona, zusammen mit meinen Eltern. Wir hatten einen kleinen Bauernhof am Rande eines beschaulichen Dorfes. Der kleine Ort lag direkt im Herzen Lyonas umringt. Von Hügeln, die mit Feldern bewachsen waren. Ich könnte euch noch eine Menge über unseren friedlichen Bauernhof erzählen, aber darum geht's ja gerade nicht. Der Friede war natürlich bald hinüber. Wie ihr euch denken könnt, Mann, die Musik wird immer lauter, oder? Egal. Und zwar brach ein Bauernkrieg auf den ganzen Kontinent aus. Wie genau die politischen Zusammenhänge waren, kann ich euch nicht erklären. Ich war ja noch ein Kind, wie ich schon gesagt habe. Ich weiß nur, dass viele meines Volkes die neue Regierung nicht okay fanden. Und so kam es eben zum Krieg. What the fuck? Ja, ist ja der Shit am Abgehen. Ja. Guck, da ist der Krieg. Der Krieg! Kriegst du nach vorne? Ja. Angriff, da hinten sind die Gegner, geht da hin. Ja, ich mach dich tot, zack. Feppen, Alter. Peng, du bist tot. Oh, Punch. Oh, schließ, oh, fuck. Aua. Ah. Tut ja weh. Gegen die Aufständischen gingen die neuen Herrscher entschlossen und brutal vor. So verhinderten sie jeden auch nur kleinsten Auffälligkeit von Widerstand. Wer sich nicht unterwarf, wurde eben ausgelöscht. Mit diesem Motto zerschlugen sie eine Rebellengruppe nach der anderen. Dieser Weg führte sie dann auch in unser Dorf. Ich war 3 oder so, deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Da, das bin ich. In unserem Dorf gehörte jeder zu den Rebellen, Mann wie Frau. Und selbst wir Kinder, zumindest in den Augen der Regierung. So rottete mein Vater alles aus dem Dorf zusammen. So rottete mein Vater alles aus. Lass mich das mal nochmal sagen. So rottete mein Vater alle aus dem Dorf zusammen, um gegen die anrückenden Soldaten zu ziehen. Auch meine Mutter entschloss sich letztendlich mitzugehen. Warte auf mich. Sie sagte, ich solle ins Haus gehen. Ich solle mir keine Sorgen machen. Mami sei bald zurück. Mami? Mami? Danach gab sie mir einen Kuss und folgte meinem Vater in die Schlacht. Ja, also der kleine Jack hat echt so ein bisschen Kofi. Wenn Kofi ein Sprite hätte, würde der darauf basiert sein. Waren die Bauern in der Lage, sich gerecht zu wehren? Haha, es waren Bauern, du Idiot. Kaum. Schlecht für die Rebellen war, dass mit der neuen Regierung auch neue Technologie kam. Unser Volk ist nicht bekannt dafür, fortschrittlich zu sein. Dennoch hatte die Armee der Regierung bessere Ausrüstung und Waffen als jemals ein Proof davor. Die Rebellen wussten nicht, mit was sie sich anlegten. Es endete schließlich in einem Massaker.
Die Rebellen wurden mit Leichtigkeit niedergemäht. So auch meine Eltern. Battery low. Mami? Ich rannte meinen Eltern nach. Direkt in deren Ende. Mami? Ich bin Mieze-Katzen-Sephiroth. Guck mal, mein Schwert. Mieze-Katzen-Sephiroth? Ja, stimmt. Ach ja, Jacks Backstory. Wie traurig, Jack. Warum hast du das nie erzählt? Geht es dir gut, Junge? Ja, Oma, ich schaff das schon. Als die Mörder mich bemerkten, versuchte ich zu fliehen. Doch einer von denen erwischte mich und schlug mich bewusstlos. Oder der Schock überwältigte mich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte damals solche Angst. Und war mir sicher. Ich war 3 Jahre. Klar kann ich mich nicht erinnern, dass sie mich auch umbringen. Aber sie hatten andere Pläne. Hey, 3-jährige Forasier sind schon ziemlich alt. Das waren aber noch keine Forasier. Ja, stimmt. Die damals haben länger gelebt. Ich wurde als Versuchskaninchen missbraucht. Sie schleppten mich in ein ihrer Labore und experimentierten an mir rum. Das Ergebnis war dann die Technik, die mir einverleibt wurde. Dadurch gewann ich an unglaublicher Stärke und Zähigkeit. Sie hatten mich zu einem mächtigen Cyborg-Kind gemacht. Das ging aber auf die Kosten meiner Erinnerungen, die seitdem verloren waren. Das Einzige, was ich wusste, war mein eigener Name. Den Rest vergaß ich einfach. Sie erzählten mir... Och, gehöre zu einer Elite-Truppe der Proofs und meine fehlende Erinnerung käme von schweren Verletzungen aus Kämpfen. Mir blieb da nichts anderes übrig, als dem zu glauben. So wurde ich einer ihrer Top-Soldaten. Brutal, mörderisch, skrupellos. Und das mit fast 6 Jahren. Na gut, 6 Jahre. Ja, weißt du, damals war er 6 Jahre. Wie hast du dann deine Erinnerung zurückbekommen? Bis heute weiß ich das nicht genau. Ich hatte meine Erinnerung verloren, du Vollidiot. Ich habe sie wohl nie richtig verloren. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich meine Erinnerung verloren habe. Und ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich meine Erinnerung, die ich verloren habe, wiedererlangen kann. Während meiner Zeit in der Armee kamen immer wieder Bruchstücke davon ans Tageslicht. Damals verstand ich natürlich nicht, was das für Bilder waren, die mir durch den Kopf jagten. Jemanden fragen allerdings war auch keine gute Idee. Wieso nicht? Hattest du da keine Freunde? Nein! Freundschaften waren untersagt oder eher nicht möglich. Die Zeit in der Armee wurde immer genutzt für irgendwelche Aufträge. Und wenn mal nichts los war, hieß es trainieren. Da blieb keine Zeit für Freundschaften. Zumal auch die Einheiten ständig durchgemischt wurden und man selten mehr als eine Woche an einer Stelle war. Davon mal abgesehen, hätte ich ihnen dann einen möglichen Defekt an ihren Experimenten Jack gegeben. Das wäre das Ende für mich gewesen. Recycling ist für die ein unbekanntes Wort. Furchtbar. Vollständig bekam ich meine Erinnerung zurück. Als wir eine Säuberungsmission durchführen sollten in meinem Heimatdorf. Hey, da fällt mir ein, ich erinnere mich ja doch, wie ich meine Erinnerung zurückbekam. Säuberungsmission klingt ja schon super. Ja, die war ganz dreckig, die Stadt. Ich führte die Gruppe... Ich führte die Gruppensoldaten an, die mein Dorf auseinandernehmen sollten. Am Anfang war ich auch bedacht darauf, meinen Auftrag auszuführen. Doch je näher ich dem Dorf kam, umso bekannter kam mir alles vor. Deshalb nahm ich mir vor, die Gegend genauer unter die Lupe zu nehmen. Nicht wegen den Rebellen, sondern wegen eben dieser Gefühle der Vertrautheit. Aber vorher hieß es wenigstens so zu tun, als ob ich meine Aufgabe erfüllen würde. Also bedrohte ich die Dorfbewohner. Als ich dann unbeobachtet war, suchte ich in einigen Häusern nach Hinweisen auf die Bilder in meinem Kopf. Tatsächlich fand ich auch etwas in dem Haus, das wohl meinen Eltern gehörte. Da ist auch der Profi.
Und dann Dad, hey, guck mal, das bist du. Hi! Mami? Es war ein Foto, auf dem ich mich wiedererkannte. Selbst ohne die Technik war es für mich eindeutig. Das bin ich! Jetzt brauchte ich die Dorfbewohner nur noch nach diesem Foto zu fragen. So einfach sollte es aber nicht sein. Wie ich so alleine aus dem Haus kam, bot ich den Rebellen natürlich ein einfaches Ziel. Irgendwie habe ich es dann trotzdem geschafft, nach dem Foto zu fragen. Oh Mann, über diese Begegnung könnte ich auch noch einige Geschichten erzählen. Aber genug davon. Die Rebellen erkannten mich nach einigen hin und her. Sie erzählten viel über meine Vergangenheit und über meine Eltern. Also bat ich sie, mich an den Platz zu führen, wo meine Eltern ihr Leben lassen mussten. Auf diesem Platz fügte sich dann die einzelnen Erinnerungsfragmente zusammen und ergaben endlich Sinn. Ich will leben in einem Fernseher. So, alle Epileptiker müssten jetzt kurz wegschauen, glaube ich. Heißt ja nicht Multicolor. Ja, trotzdem, es ist ganz schön heftig, wie es jetzt gleich abgeht. Ja, ja, stimmt, das ist ganz schön hart. Und jetzt ist alles in Farbe. Und so lernte ich die Proofs hassen. Und was hast du dann gemacht? Ich entschloss erstmal weiterzumachen. Natürlich half ich im Stillen den Rebellen, die mehr als dankbar dafür waren. Zwischendurch plante ich meine Flucht von diesem schrecklichen Kontinent, die mir auch etwas später gelang. Und dann kamst du hierher. Warum eigentlich hierher? Ich fand damals einen Brief von meiner Großmutter, als ich unser altes Haus durchsuchte. Hey, da ist ja noch ein Brief. Sie schrieb meinen Eltern über Hedgehog Village und den Weg dorthin, falls ihnen die Flucht gelingen sollte. Nun, letztendlich gelang sie mir. Durch diesen Brief hatte ich genug Planungsgrundlagen und entkam schließlich. Was hat das mit den Typen von heute Morgen zu tun? Nun, ich gehöre immer noch zur Lionschen Armee. Die wollen mich wieder einziehen. Und deshalb schicken die ab und zu jemanden vorbei, um mich zu holen. Einige von denen habe ich ja locker umgehauen, aber die letzten paar waren derbe anstrengend. So, das war meine Geschichte. Keine Angst, Mann. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Nicht nur er, wir auch. Ich danke euch, euch allen. Ja, und unsere Zeit ist abgelaufen. Ich sag's ja, ist echt scheiße lang, diese Szene. Und es ist noch nicht fertig, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Da ist mal wieder der Erzähler. Und was er so zu sagen hat, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Beim nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, Jacks Stimme auf Dauer ist anstrengend. Ja, ich kann es mir vorstellen.